Das ist Insa Fries. Insa, du bist beim Bündnis Ende Gelände und ihr habt euch für eine Massenaktion zivilen Ungehorsams entschieden morgen. Erzähl doch mal, warum muss es ziviler Ungehorsam sein? Liebe Luise, danke dafür und toll, dass ihr heute alle gekommen seid. Wir gehen morgen direkt ins Rheinische Braunkohlerevier und stoppen dort die Kohle. Industriestaaten wie Deutschland sitzen dort an den Verhandlungstischen und haben zu viel Macht und haben den Klimawandel verantwortet. Sie sind nicht an dem Klima der Gerechtigkeit interessiert, sondern an ihren eigenen Profiten. Dreckige Energie- und Ölkonzerne sitzen mit an den Verhandlungstischen. Regierungen halten höchstens Balkonreden. Wenn die Mächtigen der Weltpolitik zusammenkommen, dann geht es nicht um die radikale soziale und ökologische Transformation, die wir brauchen. Wir wollen, dass wir auf diesem Planeten auch morgen noch leben können. Wir wollen, dass wir die Lebensgrundlagen erhalten können, auch von Menschen.